Hallo. What's up, Leute? Willkommen bei Marisha. Ich bin Marisha. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt einen wunderschönen Tag. Wir reden heute über Digitals, Polaroids, die Bewerbung für Models, für Agenturen oder Kunden. Digitals sind sehr wichtig. Sie sagen sozusagen, wie wunderschön du bist, wenn du ganz natürlich bist. Und das Wort Polaroids, also heutzutage sind es eigentlich gar keine Polaroids mehr, deswegen sagt man auch Digitals. Aber das Wort Polaroids kommt noch von damals, als es halt noch keine digitale Fotografie gab. Dann hat man wirkliche Polaroids gemacht und diese Bilder konnten dann natürlich nicht bearbeitet werden, also kein Photoshop. Also war es halt das Model ganz natürlich und es wurde heute halt noch so übernommen. Deswegen sagt man heute auch noch Polaroids, aber manchmal sagt man auch Digitals. Auf jeden Fall sind Polaroids ganz natürliche Bilder von dir mit einem ganz schlichten Outfit, gar kein oder ganz schlichtes Make-up, dass die Kunden oder Agenturen einfach sehen, wie du natürlich aussiehst. Auch wenn du dann schon mit einer Agentur bist, müssen deine Polaroids trotzdem immer aktualisiert werden, weil die Kunden müssen ja dann auch sehen, wie du aktuell aussiehst, ob deine Haare gewachsen sind, ob sie wieder kurz sind, ob du zugenommen hast, abgenommen hast. Also es muss einfach aktuell bleiben. Und Polaroids sind einfach sozusagen ein Sofortbild. Ein Sofortbild von dir aktuell und das wird dann an Kunden rausgeschickt, damit sie auch sehen können, wie heißt es auf Deutsch? Wie versatile? Wie wandelbar du bist. Und ich will euch jetzt sagen, was zu einem guten Polaroid oder Digital dazu gehört. Als allererstes brauchst du ein schlichtes Outfit. Einfach eine blaue Jeans oder eine schwarze Jeans oder eine schwarze Hose und dann ein weißes T-Shirt, schwarzes T-Shirt oder eben ja, einfach ein schwarzes oder weißes Top. Halt dezente Farben eher. Nichts, was zu sehr ablenkt und kein zu großes Styling. Ich zeige euch mal, was ich so anhabe bei Polaroids oder Digitals. Einfach schlichte Outfits. Meistens noch ein paar High Heels. Ja, das Outfit muss natürlich figurbetont sein, weil Sinn der Sache ist ja auch, dass die Kunden sehen, wie deine Figur aussieht. Als nächstes musst du dich dezent oder gar nicht schminken. Also ich schminke mich immer dezent, so wie jetzt gerade. Einfach nur, dass die Schönheit unterstrichen wird. Ja, aber nichts zu Verrücktes. Kein Lippenstift, kein Eyeliner, kein Lidschatten. Einfach ganz natürlich. Was viele Beginner-Models denken, ist, dass man professionellen Fotografen braucht, um Polaroid zu machen. Aber dem ist nicht so. Du kannst wirklich die Bilder mit deinem Handy machen, entweder alleine, wenn es gut klappt. Oder fragst halt deine Freundin oder deinen Freund oder deine Mama, Papa, Oma, egal. Irgendjemand kriegst schon hin. Also es muss wirklich kein professionelles Foto sein. Mit dem Handy reicht. Und man braucht natürlich verschiedene Perspektiven. Man braucht Ganzkörperfotos. Von vorne, von der Seite und von hinten. Dann ein Porträt, also nur den Kopf sozusagen. Auch von vorne und von der Seite. Ein lächelndes Bild ist auch immer gut. Genau, und dann auch manchmal die Haare hoch. Also einfach, dass man so ein Rundumbild von dir hat, wo man dann halt sieht, wie du von allen Seiten aussiehst. So, und als letztes kommen wir eigentlich schon zu den Posen. Die Posen sollen sehr natürlich sein, also jetzt nichts Wildes, keine krasse so Vogue-Posen, eher ganz natürlich, natürlich so ein bisschen so Posen, dass die Figur gut aussieht, also jetzt nicht wie so ein Zackkartoffeln hier so mit einer schlechten Haltung, sondern halt wirklich so zu Schultern zurück, Bauch rein und ja. Und was ihr noch beachten solltet, ist, dass der Hintergrund ziemlich schlicht ist. Also ich weiß, das ist nicht immer machbar, ist auch nicht so wichtig, aber desto weißer oder schlichter der Hintergrund, desto besser. Und was noch ein paar Mädels machen, ist, dass sie, also nicht alle Mädels mit lockigen Haaren, ist, dass sie Polaroids mit lockigen und mit glatten Haaren haben. Einfach, dass sie den Kunden zeigen können, dass sie beides können, dass ihre Haare auch glättbar sind. Weil als Curly Girl ist das manchmal nicht so einfach. Aber ja,
Einfach, dass man zeigen kann, dass man diverse Looks hat und Verschiedenes tragen kann und dass einem auch beides steht. An sich ist es sehr wichtig, dass die Polaroids einfach stark aussehen, dass man selbstbewusst auch dasteht, dass man eine gute Haltung hat, dass man sich gut trägt und sich einfach gut verkaufen kann. Also im Endeffekt sind die Polaroids dafür da, dass sich Kunden buchen und dass sie ihre Vision auf dich übertragen können. Und deswegen sind Polaroids so wichtig. Und ich blende euch mal ein paar Bilder ein von meinen vergangenen Polaroids, dass ihr einfach ein Bild davon habt, wie die aussehen sollten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Und like, kommentiert und abonniert bitte, wenn euch aufgefallen ist, dass ich irgendwie was vergessen habe. Oder wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich helfe euch gerne. Ja, bis zum nächsten Mal.